Hallo Leute, zu einer Runde Minecraft auf dem Eldercraft-Server. Vielleicht kennt ihr ihn. Ist ein Wirtschaftsserver, auch ein Fun-Server. Aber wir spielen hier Wirtschaft. Und ich verstehe nicht, warum es gerade eben so mega laggt. Auf jeden Fall. Ich kann euch mal das Haus zeigen. Ich habe mir dieses Haus hier gekauft. Und. Ja, genau. Ich habe gerade eben gesehen, dass ich eine neue Mail bekommen hat. Hab zwei neue Nachrichten. Slash Mail Read. Mail. Ich hätte schon früher das dieses Let's Play anfangen müssen. Erkennen. Aber okay. Ne, habe jetzt ja schon ein Haus, also bei dem erstmal nicht antworten. Auf jeden Fall. Sollte ich jetzt sagen. Aber das wäre langweilig gewesen, weil bei diesem Pyromania, der mir ja auch geschrieben hat, bei dem habe ich gearbeitet, um 20.000 zu bekommen. Und. Ja, es ist langweilig, die Kartoffeln bei dem abzufarmen und so. Und somit habe ich das mal nicht aufgenommen. Aber jetzt habe ich hier vier Kisten erstmal. Die will ich jetzt auch erstmal platzieren. Und zwar Kistenraum. Ich glaube. Was mache ich? Der Pyromania gerade on. Slash AG I. Ja geil. Das will ich ja gar nicht. Ich will eigentlich hier erstmal rausgehen. So. Jetzt nochmal Slash ID. Und zwar schade, keiner von denen online, also kann ich auch keinen. Was ist das Schild kaputt? Da ich draufschreiben will, Postkasten von Rosie, weil es war noch vom Vorbesitzer hier das Haus. Ich war ehrlich gesagt zu faul, selber eins zu bauen. Ja, in dieser Folge werde ich das Haus so vorbereiten, dass ich zeige euch jetzt erstmal das ganze Haus. Habe ich mich gerade so entschlossen. Und zwar haben wir hier einmal down, so eine Mittelplattform, wo wir hier oben noch ein Gehege haben und hier eine Kiste. Dann ja, hier auf der Höhe ist jetzt nichts Besonderes mehr, aber hier haben wir noch mal einen Lift Down, das sich aber mit den Schildern ganz cool gemacht. Dann haben wir jetzt hier noch mal so einen großen Raum, wo ich mir schon überlegt habe, hier Bäume anzupflanzen, zu pflanzen. Dafür ist der ja auch gemacht und ja, das werde ich jetzt gleich machen. Slash RS. Ich werde euch dann gleich, wenn ich das gezeigt habe und die bei mir angezeigt habe, bei den Servers und insgesamt anzeigen. Ich gehe schnell in den Gott-Mode.
aber wie ihr seht, hier kann man so einen Beruf auswählen. Ich bin Bauer als Beruf. Und da bin ich schon Level 23. Umso höher man ist, umso mehr Geld verdienen wir damit, dass man was abbaut. Für Bauer, da gibt es also bestimmte Sachen. Dann habe ich hier 275.000 Taler. Also Bank kommt bald. Und da sieht man, was man in der Hand hat, welche ID das hat und wie viel das kostet, wo wie viel, also wie viel man dafür bekommt. Hier für 64 Stück davon. Ja, haben wir Kartoffeln, wie schon gesagt. Da werde ich auch eine Farm draus machen. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Hier haben wir ein Weizenfeld. Dann haben wir hier nochmal ein Weizenfeld. Dann haben wir hier eine Kuhfarm, wo ich noch eine Schaffarm dranhängen will hier hinten. Da hier ist ja noch schön viel freier Platz und da will ich noch einen Schaffarm dranhängen. Lift down. Hier haben wir eine Kürbisfarm. Lift down. Hier haben wir noch eine Kürbisfarm. Ich habe noch eine Kürbisfarm. Noch eine Kürbisfarm. Aber ich werde ja auch noch Melonenfarmen und so draus machen. Ah, falscher Knopf. Lift down. Und hier haben wir noch ein leeres Stück, wo ich noch schauen werde, was ich hier reinbaue. Dann zeige ich euch das Ganze mal von außen. So, lift up. Lift up. Nein, nicht lift. Lift up und lift up. Und jetzt haben wir hier nochmal lift up. Gut, jetzt sind wir wieder oben in dem Haus. Ist hier noch was drin vielleicht? Dieser Ofen ist gesichert. Geil. Also erstmal abbauen. Das ist doch mein Haus. Warum kann ich hier auch nicht draufklicken? Jetzt haben wir da hinten einen Trichter. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal einen Amboss. Und ja, ich werde auch noch ein Stockwerk oben drauf setzen. Jetzt zeige ich euch erstmal den Hauptserver. So, das hier ist der Spawn. Dann haben wir hier hinten, da ist der Marktplatz und der Admin-Shop. Am Marktplatz, da kann man sich so einen Shop mieten und dann kann man da Sachen verkaufen. Und am Admin-Shop kann man, wenn man Sachen farmt, die dann dort verkaufen, wenn man keinen eigenen Shop hat. Hier sind Anfänger-Grundstücke für 20.000 kosten die. Und ja, da können wir mal hinschauen, da war ich auch noch nie, weil ich dann gleich auf so einem richtigen Server bin. Wo die dann auch mehr kosten. Das sieht ja ganz hübsch aus eigentlich. Verkaufe Tierwerkzeuge mit Verzauberung. Okay. Ja, aber es ist nicht so hübsch wie zum Beispiel das, wo wir wohnen. Ja, da hinten kann man seinen Job, wählen. Da gibt's noch Holzfäller, Bergmann, Nether, Planier, Bauer, Metzger, Jäger, Goldgräber, Buchbinder und Braumeister. Dann haben wir hier hinten, da ist dann so ein Gasthof und so. Also da hier bei dem Grünen. Und hier sind noch die anderen Lobbys, also andere Server, bei denen man also Fun-Server und so. Und ja, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal wieder nach Hause. So, und da sind wir auch schon da. Und ich wollte eigentlich schon hier. Ich glaube, ich mache das hier oben weg und baue da hoch eine Treppe. Dann brauche ich da noch so ein Obergeschoss hin.
Genau, hier nochmal weg. Und dann drücken wir die Spitzhacke. So, gut. Dann bauen wir uns schnell hier. Nein, den hier wollen wir nicht. Gut. Haben wir 12 Stufen. Stufen dahin. Und dann fangen wir hier an mit einer Stufe. Dann setzen wir hier eine hin und hier und hier. Oh, ich habe nicht genügend ausgegraben. Fällt mir gerade so auf. Und was ist jetzt passiert? Irgendwas war jetzt gerade eben. Hoffentlich hat. Oh, Entschuldigung, die Aufnahme hat es unterbrochen. Wir sind noch am selben Ort. Und ja, wir machen jetzt weiter. Dann ist hier noch eine Stufe. Dann sind wir hier oben auf dem Dach. Wo wir jetzt auch wieder. Ich hoffe, wir kommen jetzt gerade nicht. Hier das Holz wieder davor bauen. So, sehr schön. Und hier machen wir noch weg, weil wir wollen ja eine zweifach Treppe. Gut, sehr schön. Dann wir hier unsere Treppe. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich unterbreche jetzt nochmal kurz die Aufnahme, bin aber gleich wieder da, muss noch schon was nachschauen. Und ja, bei euch jetzt gleich weiter, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Warte mal. Ja, jetzt haben wir hier unsere Treppe. Ich muss jetzt gerade eben mal schauen. Slash GS. Nein! Scheiße. Oh, eins. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Und zwar. So, jetzt ist mein Zeug wieder da. Stellen wir jetzt das Bett direkt nach oben. Habe ich mir überlegt. So, Bett. Ah, zwei Betten haben wir. Nice. So, das Bett stellen wir hier hin. Und das zweite Bett stellen wir dann neben hier. Hier hin. Und dann legen wir uns hier gleich mal rein, damit unser Spawnpunkt auch gespeichert wird. Und dann gehen wir jetzt runter. Aha, da ist noch ein Holzblock, der noch weg kann. So, einmal weg. Super. So. Wir ziehen jetzt hier erstmal eine Wand. Fackel hier hinten. Wo ist jetzt? Die kann weg. Brauchen wir nicht. Ah. Kein solches Holz mehr. Scheiße. Sehr schwer ist. Ist da noch Holz? Nein, da ist natürlich kein Holz mehr. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ach genau, ich baue einfach von hier. Ach, das ist aber dunkler. Naja, ist jetzt für den Anfang mal egal. Ich weiß auch nicht warum, aber geht schon klar.
keine Tür mehr bauen. Na, ist ja auch unwichtig jetzt erstmal. So, jetzt haben wir hier zugemacht. Genau. Jetzt haben wir hier unseren Schlafplatz da oben. Und das war's für die heute. Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Schreibt in die Kommentare. Würde mich über den Daumen nach oben freuen. Und dann sage ich bloß noch Tschüss.